So, hallo und guten Abend zusammen. Hier sind wir wieder zurück einmal mehr und heute zum letzten Mal in dieser WM mit dem Silber, mit dem Silberfinale und dem Entscheidungsspiel zwischen dem Mixteam 1, besonders Team und Rumänien. So, and we want to welcome everybody again, and today we're gonna have our last fight of this International 4 Battle Championship Number 3, and we have the decision fight for the Silver Finals between Mixed Team 1 and Romania. Oh verdammt, ich habe Twitch noch den Sound an, jetzt höre ich Dragen zweimal, das ist ja unerträglich, schnell ausmachen. So, and hello to everybody from me too, and we welcome again Chris to help us today. Good evening. And let's have a short look at the health points in the defenses and see that the mixed team defense has 1,010,000 health points, and the attack has 617k. In the Romanian defense, we see 11 leadership duelists, so their totally health points are only 764,000. And the attack plays with 28 leadership duelists and 22 soldiers, so they have 645 health points. 1,000 health points, sorry. So then let us hope to see some nice four battles again. And that they stay close until the end. So, 2 Minuten haben wir noch. Jo, okay, jo. Dann lassen wir, gar kein Problem. Das können wir ja mal ganz schnell überbrücken. Wir könnten natürlich auch über die Taktiken reden, das wäre der andere Punkt, also das wäre vielleicht sogar intelligenter. Also versuchen wir das mal. And Jim Mich, thank you for your follow. Danke für dein Follow. To in this evening to a Egypt. At the last in the last battle we had a visitor from Egypt. Ah, okay. Und nein, Draken, es war nicht der Koch meines Stamm-Usamas. Bist du dir das so sicher? Hm? Ich würde einfach mal gerne kurz Heldi Hallo sagen, der da wieder für uns diesen Chat mit moderiert. Ja? Hallo an dieser Stelle, vielen Dank. Ja, und natürlich auch wieder Hallo an alle anderen. Jo, willst du dich nochmal aufzählen? Lass mich kurz überlegen, nein. Okay. Aber das ist da. Oh, and thank you for your follow, I Professoras. Welcome, welcome. Ja, Barbara, was wir nach dieser Weltmeisterschaft sehen können und anschauen können, das ist ja, wenn du hier ein Follow da lässt, kriegst du dann eine E-Mail, was du hier sehen kannst. So, hat sie ja schon, denke ich mal, oder? Ich denke auch. Ja, hat sie. Ja, sogar schon letztes nicht, Mal. Ich denke nicht, das habe ich mir abgewöhnt. Ich bin besser so bei dir. Ja, kommst auch nicht weiter mit. Und danke für deinen Support. Danke für euer Support, Jim Mich. Danke für den Host. So, and the first round started, we see. And all of this end, we see the mixed team attack is moved all around to the fore, and greater parts of the Romanian defenders went outside. Yeah, and the mixed team defense, the defenders make strong damage to the attackers. 764 health points. Oh my god.
Ich weiß nicht, ob die Angreifer das jetzt überstehen werden. Vielleicht diese Runde. Aber es ist ihnen tatsächlich gelungen, nochmal fette 462 nachzulegen. Und die Angreifer haben noch nicht einmal getroffen. In der letzten Runde haben die Rumänen, ne, 18.000 Schaden gemacht in ihrer Verteidigung. Also, mal erster Schritt, nicht? Ja, wir werden uns, glaube ich, bei der Mixed Defense wieder auf so ein Überleben um jeden Preis FK einstellen müssen. Die entziehen dem Gegner, wenn möglich, das Schussfeld. Und haben, glaube ich, die Hoffnung, dass die eigene Art dann schneller gewinnt. Während die Rumänen natürlich versuchen, wieder die gegnerische Art zu zerlegen. Mit ihren Düllis. Mal gucken, wessen Taktik heute aufgeht. So, and in the next rounds, both teams has to block their towers. Otherwise, they would be lost, and this would be very unfortunate for them, especially in this early time. Ja, aber was natürlich ganz, ganz clever ist vom Mixteam, die blocken keine Türme, die nicht bedroht werden. Na, oh. Das haben wir bei dieser WM auch schon anders gesehen. Oh, and Romania jumped on all towers. And Toby Jasper from Romania lost 20.000 health points on the Workers Tower 9 in this only one round there. Kalkuliertes Risiko, weil jetzt haben sie drei Leitenduellanten da drauf und die sollen natürlich jetzt Schaden machen. Aber so viele LPs haben sie am ET nicht, ne? Nicht wirklich. Nee, die müssen jetzt zusehen, dass sie da ihre Jungs rübergewackelt bekommen. Ihre Jungs und Mädels. Beispielsweise Cäsar und CVM 99. Vielleicht so übers Tor, so langsam mal in Richtung ET wanken. Ich glaube auch nicht, dass sie den Ostwall weiter geblockt halten. Sondern ich denke eher, dass Eccentric Bull auf den ET ziehen wird. Na, die Welle halten sie eigentlich immer lange, weil sie darüber immer hin und her latschen mit ihren Leuten. Also wenn sie jetzt einen Wall aufgeben würden, würden sie ja den DT oder andersrum jetzt den ET oder den DT halt Unterstützung lassen. Aber was ich interessant finde, dass die jetzt fünf Leitenspieler auf dem AT stehen haben, um halt oben den Norden oder an sich die Leute da weiter zu attackieren. Finde ich spannend. Ob sie weiterhin auf die LP da im Westen gehen oder ob sie sagen, wir bewegen uns jetzt hier Richtung Osten und schießen auf die Leitenspieler. Ja, zumindest zwei der Duellanten schon dabei, auf Leitenspieler zu schießen, nämlich we see now on the Duelist 1 and Duelist Tower 4 two leadership players which have shooting range on the leadership players of the attackers from mixed team. And the other players, yeah, they have shooting range to the leadership to the health point soldiers in the west. So, aber getroffen haben sie auch nicht. So, and Sonja on the Duelist Tower 6 lost 16.000 health points there in this round. But also she was the only guy nearly that lost health points from the Romanians. And in the other fight we see Romania in the attack against many adventurers. But at the moment, they look stable. Oh. A soldier jumped on the mixed team northern, right northern wall and died in just one moment. And it was Green Hornet that lost
27,400 health points on the right northern wall from the mixed team. So the first deck that mixed team defender in round 7. Traurig, traurig. But it happens. So, and we're going back and to look what the mixed team attack does. And now we see the attackers from Romania have climbed on the right southern wall. And the defenders block the towers with 3 players. And now the Romanian players filled the left southern wall. And the mixed team attack now moves to the north. But not complete. Some leadership duelists stay and wait for better weather, I think. Ich glaube, die bleiben da stehen, damit sie vorne mit LP dann voll machen können, damit da keiner weggesniped werden kann. Ja, macht aber keinen Sinn, weil gerade diese Spieler wie Remington 13, der hat jetzt schon mal was abbekommen. Und es ist weiter Lucian, der auf ihn schießt. Lucian müsste jetzt nach oben schießen, glaube ich, oder? Ja, jetzt, ja, viel, ja, wahrscheinlich, ja. Er hat nur vom Südwahlbestützten Dion. Ich glaube, die werden jetzt, also die letzten 3 oder 4 Leitenspieler werden jetzt oben rechts in die Ecke mitgehen. Okay, yeah, now it could be an interesting round in the Romanian defense. Bullshit. In the mixed team attack, with the same fighters. For Coxibar. Yeah. He has only 13,000 health points left, and there are 1, 2, 3, 4 leadership duelists. And some soldiers which have shooting range on him. Last round he lost 13,900. Okay, das, wenn sich das nochmal erlaubt, dann platzt er. Hey, diese mathematischen Fähigkeiten. Ja. Du darfst mich Einhorn nennen, oder wie der hieß. Dieser Schlaue. Hey. War das nicht ein Granit? Weiß ich nicht, vielleicht war es auch ein Bier, das ist mir egal. He survived. Ja. Yeah. Ja, aber sie haben wieder Doc Weber da stehen gelassen und wirklich richtig schön nah bei den ganzen Leitenduellanten, sodass der auch ja ordentlich LPs verliert. Ja. Yeah. Das ist nicht clever. I think last fight Doc Weber was a leadership soldier. Okay. If I remember right. Let's have a look at the Romanian attack. They claimed another wall too. But they don't make enough damage in this time, so only 16,000 again for the Romanian attack. On the other side we see the mixed team won with over 20,000. They do much better at the moment.
But they only have 5 adventurers with full health points. So about the half of their adventurers loses health points. Oh, and Audi R8 from the Romanian defense lost in this round 11,112 health points on the Duelist Tower 3. Also a nice number. And we see now in both fights there are 41 defenders left. And we'll have a short look to the health points if both fights are in the same round. And also good evening to Ralph Hoare. And we see there are 566k left for the Romanian defense and 828k for the mixed team defense. So nearly 250,000 health points more. And both team have nearly the same number of leadership duelists. Oh, Scottos, lucky guy. Yes, you see it on Workers Tower 7. Scottos survived with 346 health points there and lost. Only 13,500 in this round. Also Hollander, I don't know who. Oh, on the Workers Tower 5, Hollander, 16,400 health points he lost there, so I think it's the last round on the Workers Tower for Hollander and Scotus there. The Romanian defense has today 3 adventurers. There is a new guy, Arno. He is in the northern sector today. I think they want him to help to block the sectors. Because last fights they has soldiers in the north. Ich vermute mal, dass jetzt gleich, so I think now the Romanian attack will fill the southern wall with leadership duelists to make damage in the four and in the sector near the Workers Tower. Yeah. Das könnte das cleverste sein. Da 4 Duellanten rauf, die dann da so ein bisschen Schaden auf die Leute machen, die da rein sollen, die den Turm blocken sollen. Und vorbereitet ist ja alles. An den neuralgischen Punkten stehen LP-Soldaten. Aber wir werden es erleben. So, let's have a look to the southern wall of the mixed team. Fragen hast du mitbekommen, wann der erste an Kamasutra gestorben ist, in der rumänischen Verteidigung. Ja, die Runde habe ich nicht gesehen, nur dass er weg war. Okay. So, but a bad round for Papaya Kontas on the Eastern Wall, 13,000 health points lost, yeah. In the Mixed Team Defense and Panda Bogas on the Workers Tower 7 lost 10,900 health points there, so. And also lucky for Papaya Kontas that he survived it with only 276 health points left there. And also we see that the Romanian attackers didn't jump up on the southern wall.
in the last round, so even if they could. Ja, verstehe ich auch noch nicht ganz. Also sie haben alles vorbereitet dafür, darauf zu gehen. Aber schießen jetzt lieber durchs Tor. Weiß ich nicht, hätte ich nicht gemacht. In dem Mixed Team Attack Split der Leadership Duelist. Ja, das ist das, was Crispin vorhin schon sagte. Dass sie wieder nicht gebündelt genug stehen. Und da hat er recht. Ne? Das ist alles wieder so ein bisschen, oh, wir stellen ein paar Leute nach dahin, ein paar andere gehen Blumen pflücken, die nächsten malen mal das Tor an und. Und es fehlt eben diese Power auf einzelne Punkte. Und wir sehen im Grunde genommen jetzt das, was die Rumänen machen, ist gar nicht verkehrt. Sie haben jetzt volles Schussfeld auf den ET mit ihren Leitenspielern und zwar mit nahezu allen. Und das tut jetzt auf dem ET, Achtung, es reimt sich richtig weh. Hast du fein gemacht, den Reim? Echt ja, super. Ja. Applaus für dich. Bist du stolz auf mich? Ja, nicht. Ja, wenn sonst keiner ist. Ja. Was soll man da jetzt sagen? Würde ich so nicht formulieren, aber okay, wenn du das siehst. But we also can mention that besonders and there today in the Mixed Team Attack. Schafft ihr das? I don't know, but no besonders in the Mixed Team Attack. This is something new. Wenn das nicht mal ein schlechtes Omen ist, ey. Dafür ist mein Freund Rokos dabei in der Mixed Team Verteidigung. Ist das nicht schön? Ja. So, aber jetzt lass uns mal drauf achten, was da, wie es da einschlägt auf dem ET. Das wird schon eine spaßige Angelegenheit. Rumänischer oder ET? Mixed ET. Weil da schießen sie wirklich alle drauf. Die ganzen Leitenspieler. Ja, die Mix-Angriff steht jetzt auch so, aber die schießen halt auf 5 verschiedene Leute. Ja. So, and Siri changed with somebody and the guy from the Eastern Wall went in. So that the Romanian attack now can jump on the Eastern Wall. Yeah, and that's a problem now for the mixed team defense, I think. And not the only problem. They burned CRM. The adventurer on the Workers Tower 1 that lost 8,900 health points in this round there. Yeah, now he must change with Pathfinder. Or with 2 health point soldiers to Leo, greets to him, and Gal. Eine alleine ist relativ riskant. Na gut, Alligator könnte auch noch auf. Können wir ganz kurz mal in die rumänische Verteidigung schauen? Weiß nicht, ob du das kannst. Kannst du das? Ich meine, ich habe gesagt, wir. Also ich schaue ja schon drauf. Hm. Nur so als Info, die haben jetzt im Osten oben am D-Team noch 3 Soldaten mit über 20.000. Alle anderen im Osten sind schon halb tot, weil die Rumänen ihre ganze Schusskraft nach rechts in den Osten verlagert haben. Links stehen keine Leutenspieler mehr. Also die ignorieren gerade die links die ganzen LPs. Konzentrieren ihr Feuer auf die rechte Seite. And again, 15,000 damage for the Romanian defense against those mixed team attack. And you see it, the mixed team attack now only has 368,000 health points left against 425,000 health points for the Romanian defense. So all around the Romanians lost 250,000 health points from the beginning. 764 und jetzt haben sie 425. Okay, then they lost around 300,000.
350.000. 650 und jetzt haben die noch 370. Also die haben wie viel jetzt? Das hat 200, sich auf jeden Fall noch nicht ausgezahlt. Die haben beide Verteidigung, both defenses have lost nearly the same health points. Until now. Because no leadership player yeah. from the mix attack died at the moment. And now we see the Romanian attack made what we said sometimes before. They filled the southern wall with leadership players. And now I think the leadership players will attack Pandaburgas. Pandaburgas is blocking the sector behind the right gate. And let's have a look at her health points. Now she has 14,500 and... Piff hat's gemacht, es sind noch 8.700 übrig geblieben, so there are only now 8.700. And Pizidlos on the Duelist Tower 8 lost their 11.800 health points. And a short view to the Romanian defense on the Workers Tower. Oh, they are black, very black. Yeah, now they moved into the... Into it, and yeah, the clever move is that the player which stands on this tower is Asuran, and the leadership players have no shooting range on him, so they make the long way to the Euler's Tower 9 and the southern wall. And on the Duelist Tower, Audi lost 14,141 health points. There are also a nice number. 14,14,1. Das schaffen sie heute irgendwie sehr, sehr zielstrebig. So, and on the southern wall, you see Devil there with only 1,500 health points left on the left southern wall, and he lost there 4,600 in the last round. And a short break. We are waiting for Artemis. She is Ooh. Leading for battle on the German World 10. But the fight now is nearly over there. And I think now she will help us here in the stream in a few minutes. So, but we see the Romanians went outside from the Duelist Tower, and for a moment I thought the two soldiers on the Duelist Tower would be dead now, but they survived, even if they did get big damage in this round. On the Workers Tower we now see Tupac for Romania with 14,800 health points, but... Now all those duelists may shoot on him. Yeah, I think now the Workers Tower will fall. Yeah. But he didn't die, he went inside. Yeah. And on the Duelist Tower Pyrotechnist lost their 11,400 health points. Not so much as I thought. And it looks very much that now the whole Romanian team will move outside. Yeah, now the next question is, can Meriwether Lewis hold the Workers' Tower? Because he has only 5,700 and one leadership player from the north has shooting range on him, I think. No. Okay, dann wird ihn halten. Aber eins ist klar, in den Scheinen so langsam gehen den Rumänen in der Verteidigung wieder die LPs aus.
Haben wir schon öfters gedacht. Yeah, but now they made a mistake, I think, because the two players on the Duelist Tower, one soldier fell. Angela fell and lost 16,000 aspirants there, and also Pyrotechnist, who survived now with 242 health points, lost their 12,900 health points. So also this is his last round there, and he won't do very much things in this fight with this low health points. Yeah, they must move with two players on the Duelist Tower again. Because they haven't enough health point players there that one can hold it alone. Aber wir sehen auch, dass Maxim hat gar kein Interesse dran, da irgendwelche Türme einzunehmen. Denn Meriwether Lewis hat auch den ET schon wieder geräumt. And we see the Romanians left the Duelist Tower empty. Oh, now it's the last round for Ayak 80 in the Duelist Ring. Duelist Tower Ring. Aber das ist nicht das große Problem, denn auch die Verteidiger haben schon wieder einen verloren, nämlich das Wort, glaube ich. Ich weiß nicht mehr, wie er hieß, der auf dem DT stand. Der ist runtergezogen und trotzdem geplatzt. Schauen wir ganz kurz auf den Johnny 69. Der steht da im Osten im langen Sektor. So now let's have a short view to the other fight. And we see now there are enough health point soldiers to block some sectors for the mixed team. And there are 40 defenders. And the next dead attacker, as Chris said, there are only 48 attackers left. But why they don't jump on the Duelist Tower with the health point soldiers? They also didn't do it in the last fight. Yeah. They didn't want to go up on the tower with their mixed team attackers, and then they played outside. Ja, es macht aber auch Sinn, weil dann, wenn du den Turm füllst, schießt du erstmal komplett auf den Nordwall. Ja, und so hast du erstmal Schussfeld auf die Leute, die dich da blockieren und stören. Aber stell doch mal einen Soldaten auf DT1. Reicht doch, um die Schüsse zu fangen mit Bonusposition. Ja, das Problem ist, die haben nicht so viele Soldaten. So, LP. We see the Romanians claimed the big outside sector on the left side. And now they have the ability to move. Ja, da geht die Rennerei jetzt wieder los. Juhu. But also Rumburak shouldn't stay there on the northern wall, I think. And also the Adventurer's Tower may be dangerous for him. When those other guys go to the west. Ja, für den wird es wohl nur noch den Ausweg geben, hinter Azuran zu gehen. Sofern Azuran stehen bleibt. Sofern der stehen bleibt, natürlich. The Romanian attack moved again. Don't understand. Up, down, up, down, up, down. So, und er hat sich für Info entschieden, Rumburak, und hat die Runde tatsächlich überstanden. And now there are only 47 attackers from the mixed team left. And as I said before,
Welcome, Artemis. Hello, good evening. Arti. Ja. Volle Begeisterung. Ja, man merkt's. Arti auch schon da. Ja. Schön, dass du auch schon da bist. Wir haben dir einen Hanfsack reserviert, frisch gefüllt mit frischem Ökostroh, dass du es auch bequem hast. Ja, du mach dir mal keine Gedanken, ne? Kein Stress, ey. Zünd dir erstmal ein Räucherstäbchen an und dann trink ein Erdbeerhirsetee. Und dann lass uns da in aller Ruhe erstmal drüber diskutieren, ne? Ich bin der Martin, ne? Ja, guten Abend, Dunstan und Kiss und Heidi und Crispin. Ah, siehst du, könnten wir doch mal singen. Ich bin die Arti, ne? Nein, das singen wir nicht. Arti, mein Love. Oh Gott. Du alte Krähe. So, and now we see in the Romanian defense, Elmer Fathead has to move and Arno is now blocking the big middle sector in the northern side with his 11,500 health points. Yeah, it's a long distance for the defenders to shoot on the attackers in the south. But I think now Ginov has a problem and Finizek behind him too. Na, Finizek nicht, aber ich glaube, der Soldat ja, der Dulan nicht. Weil na, dann fängt Meriwether fängt ihr sonst ab. Schauen wir mal, sagt Franz B. aus M. And Meriwether Lewis died, and we also see the other guy in the south died, Ginov. And Finizek? Ja, der ist hochgezogen. Ah, ja. Okay. Plötzlich erwacht. So, and we're gonna look to the Romanian attack and see they are now back in the southern side. Was möchtest du denn sagen, Arti? Ich weiß es nicht, ich komme jetzt gerade nicht nach mit den FKs. Bin etwas durcheinander. Also pass auf hier, bei dem einen, ne? Da greift das Mixteam an und zeigt sehr viele Aggressionen gegen die Rumänen. Ne? Die versuchen da eine nonverbale Auseinandersetzung zu führen und die Rumänen verteidigen sich. Und haben gerade zwei Spieler verloren. They lost two players. Yeah, on the Workers Tower 2 and I think in the 4. And this was the Mixteam, ja. Mixteam. Die da, und nicht die Rumänen, die da... Ja, Mixteam, habe ich das nicht gesagt? Nee, du warst noch per Rumänen. Die hat mich durcheinander gebracht. Guten Abend, Palle. Schön, dass du auch da bist. Aber ich finde eine Mikroaggression gegenüber Artemis überhaupt nicht in Ordnung. Du, ich habe das erst mit Diskutieren versucht, aber irgendwann ist dann auch Schluss, ne? Dann geht das einfach nicht mehr. Ich glaube aber, der nächste Mix-Angreifer wird gleich umkippen. Davon darfst du ganz getrost ausgehen, ja. Okay, dann gehe ich davon aus. Warum? Weil der so ein bisschen blöd dasteht neben dem ET. Mysteriro. Ja. Richtig. Oder was hältst du davon, Arti? 1040 LP und 4 Leitenduellannahmen. Vielleicht ghostet er, ja. Kann er nicht, weil da kein Abenteurer in seinem Sektor steht. Der hat keine Zielscheibe auf seinem Charakter drauf. Ah, oh, dann würde ich sagen, dass er Geschichte ist. Ja. Geschichte. Sie hat Geschichte gesagt. Geschichte oder Geschichte. Geschichte. Ja, du weißt, ja, ich bemühe mich. Arti ist stets bemüht. Ja, stand auch in ihrem Zeugnis. So, 3000 Health Points lost for Arno, so he seems to be a good adventurer. A good ghosting adventurer and Tupac in the sector in the southern corner there lost 9000 health points for nearly nothing if we may say it because this wasn't useful at all. So he saved nobody with his health points lost there in the corner and yeah. Just burned health points.
Did you say Tupac? Da steht doch Pack Tupac. Das ist ein Rapper, hör mal. Da. Rapper. Das kenne ich auch. Dead. Ach, ist das ein toter Rapper? Yes. Dann rappt er nicht mehr. No. Samuel, das Schöne ist ja, dass der Dete da jetzt gerade geflohen ist. Ne? Die meisten. So, ja, and Arno lost again 3600 health points in this round, and now he only has left 2500 health points there. So this may be his last round as a blocker. Yeah, let's have a look at Schiabulus yeah. On the eastern wall in the Romanian defense, one of the attackers. Yeah. With only 2,600 health points, and Silent Assassin. And Elena. On the Duelist Tower 3, and... Northern Wall. On the Northern Wall, Elena. Elena, and with a little bit of luck, it also could be dead for Remington, but he didn't die now. Nee, because... Oh, and we see Ratu is there and lost 6,000 health points. Ja, der ist weit nach oben gezogen. Ich denke mal, sonst sollte der gar nicht hin. Eine Runde zu früh. So, but Arno survived with 396 health points. In the other fight, we see now that the Romanian attack has conquered the Workers' Tower. And now I think they will fill it with the players from the southern wall, from the right southern wall. So, and we look for adventurers, and we only see Antraxos with full life. Ah, nee, Club Casino is also there. Club Casino and Antraxos both with 14,000 health points left for the mixed team one defense. Ja, man sieht aber auch, dass sich die LPs jetzt tatsächlich angenähert haben. Es sind nur noch 100.000 Differenz zwischen den beiden Kämpfen. Jetzt wieder etwas mehr, 130. Aber das Mixteam hat eben sehr viel mehr LPs verloren als das rumänische Team. Ja, das im Herren, das beherrschen sie. Das haben sie jetzt mehrmals gezeigt. Wirklich? Also es ist immer den Angreifern mehr verloren gegangen, wenn die Rumänen draußen umhergerannt sind, als wenn sie da noch auf den Turm standen. Ja, das große Problem für das Mixteam ist jetzt eben auch, dass sie sehr viele angeschlagene Leute da haben. Ja, mit dem DT, den werden sie auch nicht ewig und drei Tage halten können. Weil auch da wenig LPs in der Nähe sind. Die Rumänen werden jetzt den ET füllen. Von außen. Und das, was da so zwischen den Häusern und den angrenzenden Sektoren steht, das ist, sagen wir es mal so, leicht angeschwärzt. And now we see there are only 29 defenders left. The next team has lost two players on the Duelist Tower. And they lost a third guy somewhere else. And I don't... In the poor, ne? Think. Pandaburg, das ist der. Budas ist on... Ja, Alligator was on the Duelist Towers 3. Konstantinos. Gall. We don't see Gall. Gall, I think, also was on the Duelist Tower, I think. Also Dunsten. Also ich glaube schon, also Rumänien, die spielen das ordentlich. Die haben ja auch im Finale, vier der sechs FKs haben die Rumänen im Finale gewonnen, halt die beiden entscheidenden nicht am Ende. Aber die spielen ihre Verteidigung immer sehr gut runter. Also, gefällt mir. War mein Tipp als Favorit, aber ja. Ja, mit unseren Tipps haben wir ja eh nicht wirklich die Sonne strahlen lassen. Mit Mixteam 1 and the next two dead defenders from the Mixteam 1 in the 4
And now the Romanian players have moved into the four. Mixed team one, it looks like dancing chickens. Weiß ich nicht. You mean the Chicken Mountain? Was ich nicht verstehe, ist, warum die Rumänen im Osten sich hinstellen und nicht unterm ET sind und den ST niederballern. Na, weil der ST halt ein ST ist. Und ja, so hast du halt keine Bonuspositionen da am Eck. Ja, beim ST hast du 10 Gegner, da oben hast du 30. Ja, ob es schießen, ob es 10. Der Rest da hinten dran, der macht ja nichts. Na, jetzt schon. Jetzt kommen sie von unten, jetzt möchten sie sich entscheiden. So, now the Romanians may move again back to the south, I think. Otherwise, they would get damage from two sides. And we see 160,000 health points left for the mixed team attack in round 38 against 173,000 health points left for the Romanian defense. Yeah, so now both defenses have nearly equal health points. Yes, and this is the next point. 181,000 health points left for the mixed team one defense. And only 26 defenders. Yeah, and the better position is now for the Romanian attack, I think. But they have, the defense has now Club Casino. And where's Antraxos? Yeah, Antraxos was under the northern wall in the last time, but Antraxos? I'm a hippie and I wanna get stoned. Oh, Antraxos is now next to the left side house, yeah. Yeah, ich habe alle Club Casino markiert und ganz nebenbei stehen Antraxos noch. Ja, so now the Romanians have conquered the Duelist Tower 2. And now they can jump on the bonus position with positions with their leadership players. And they have to, because you see it, all of those guys otherwise wouldn't have any shooting range. And if they would shoot on anything, this would only be one or two adventurers on the adventurers tower, so this wouldn't be enough. They need a free shot. Why not that? And we see the Romanian defense is moving back to the southern side now. Yeah. But also a little bit incomplete. As a present in the south, it's called Petty Smith and Güller 1955. And Livra and Don Juan may survive, I think. Yeah, I think too. Because some of those shots also will get into the eastern side. Aber das Öder hat schon wieder LP verloren jetzt, ne? Ja, der steht ja auch doof. Das ist das Einzige, was mir nicht gefällt bei den Rumänen in der Verteidigung immer. Oh, and they lost two health points. So just Robbie with 12,900 damage they lost. And also Smokey, also health point soldier, that lost 9,000 health points. In this round they lost nothing. But there is one sleepy leadership duelist. Oh, da steht einer auf der Fahne. Oh, how could this happen? Was ist denn mit dir los, Arti? Nix. Möchtest du uns auch erheitern? Nein. Du darfst gar nicht so blöd lachen. Tanzen ist immer cool, wenn er schreibt, sie sollen doch den NB voll machen. Und ne, das macht er schon die ganze Zeit über, seitdem wir streamen. Nur hilft es nichts, wenn er uns das sagt. Vielleicht sollte er dann einfach mal ja, das Mixteam 1 ansprechen. Ja, wir fragen uns auch, wo Bisonte ist. Weil nach dem letzten FK ist er nicht mehr aufgetaucht. Ja, besser ist das für ihn. Ne, ich bin immer noch sauer. Ja,
Und jetzt läuft diese Atraflanus durch die Gegend. Ja, und es sind tatsächlich nur noch... Ich kann das nicht lesen. 36? 38? Ja, 36 Angreifer. Mhm. 36 attackers for the mixed team one against 33 defenders from Romania. And now they will lose again players. Lifra. And I think in danger is Hunter. And Hunter not. He's getting two less shots of four. People, I think, may shoot on him. This won't be enough. Das große Problem des Mixed-Teams ist natürlich auch, sie haben nur noch, oder ihnen fehlen jetzt auch schon 12 Gewehre. Wenn wir uns die Rumänen angucken, die haben noch alle 50 Spieler, alle 50 im Angriff. 14 Gewehre. Was? Denn 14 Gewehre. Nicht 12. Oh, surprise. Bippo, the quite died a health point soldier from the mixed team. Was ich gesagt habe. Aber auf mich hört ja keiner. Du hast den Typen am Westfall, Hunter, benannt. Ja, und dann hattest du mich unterbrochen und ich konnte Bippo nicht mehr erwähnen. So. And now let's have a look at Slytherin. What? With only 1600 health points. And she has a good chances to die there. Yeah. Because those higher standing guys there will shoot all to her. And on the southern front we're gonna look. Oh, Doc Weber. Wasn't he died? Bin ich im falschen FK oder wovon redet ihr? Wir sind gerade bei den Rumänen in der Verteidigung, ne? Wo die blauen links stehen und die roten rechts und oben ein paar Typen. Ah, ja, danke. Bitte, bitte, immer wieder gern. Nur für dich. Ja, and a very dumb move from John Coffin. Now he's in the shooting range of the defenders. And won't survive this round. And also Lunatic is in some danger there. And from the Romanians, Dekianos. Those slow guys now have to get much faster in their movements. And also those soldiers in the south, I think they gonna die then. Also ich persönlich jetzt, ne? Ich bin ja weltbekannt in Deutschland. Ne? Weltbekannt in Deutschland. Ich auch klar. Dass ich gerne mal ein paar Leute opfer, aber ich würde jetzt, hieß wie ich bin, noch mehr Soldaten unten links in die Ecke stellen zum Sterben, damit der Sir Eduard eine Runde Vorsprung kriegt. Ja, du bist halt bekannt in Deutschland. Ja, ne? Weltbekannt, ja. Weltbekannt in Deutschland. Mhm. Über alle Welten hinweg. Oh Gott. I think Chris is ja? An Idiot. Und jetzt was Neues? Nicht wirklich. Ja, eben. So, and we see only 10 guys left for the mixed team defense with 69,000 health points. And we look, Club Casino lost his health points, only has 2,000 health points left. And we have Antraxos, where's Antraxos there? 13,000, and also he lost 1,000 health points from his 14,800. That he had, and we have Salaua over him, 8,700. Okay. Ja, und jetzt fangen die Probleme an für die Mixed-Team-Verteidigung. Denn jetzt mussten sie den Sektor neben dem Haus, also das Haus räumen. Und damit steht jetzt Antraxos auch im Schussfeld. Was ist jetzt mit Arti immer los? But I think the Romanians should change Bilancia there with some leadership duelists, so that leadership duelists can shoot on Antraxos. Ist das Arti? Das ist eine alte Aufzeichnung. Gar nicht wahr. Wohl. Okay, es ist eine neue Aufzeichnung. Ja.
Nein. And on the other fight, we see now on the flag John 411. He's holding the flag for one round, now two rounds. Der will auch nur drinstehen haben, dass er die Runde dafür Fahne für sieben Runden gehalten hat. Na, ich denke mal, jetzt werden sie rangehen an den Nordwall, die Rumänen, und den John da von der Fahne brezeln. Auf Nummer sicher, sicherlich, ja. Auch wenn ich jetzt nicht denke, dass Antraxos heute einen ganz großen Tag erwischen wird. Ja, ich redete jetzt eigentlich wieder vom Mixteam-Angriff. Ja, weil die Rumänen da, die rennen ums Vor wie die Angreifer, das macht einen doch ganz kirre. Hammer. Ja. Hammer. So, und die werden jetzt eben mit Sicherheit rangehen wieder an den, an den Wall und an die Türme, an die Nordtürme, besonders den DT. Und dann werden sie den Fahnen-Capturer, den John 411, einfach einen beipulen. Ich glaube nicht, dass sie weiter rennen, siehst du? Ja. Chris, take a look at the chat. And on the other fight, we see now five defenders left from the mixed team defense. But Antraxos holt his 13,000 health points. But next round, he won't hold it because Belberny's next to him only has 4,000 health points left, and so it's really safe that he will die then. So, and we see now the Romanian defense will fill the duelist tower and the right northern wall to kill John on the flag. And then the battle is over for the mixed team one. Oh, and they filled the duelist tower very clean. Yeah, now John has the problem. He's the only player in the four. It's round 49. And so we see the life insurance of the Romanian Sir Eduard is standing on the right northern wall. He could get inside and then he would be very safe until the end of this fight. Yeah, but it's now the last chance for the mixed team attack to win this battle. But therefore, John must survive. And I think that's mission impossible. Ding, 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 ding. It's okay, Luki. No, no. Dead. What? Time to say goodbye. Oh, gosh, my ears. And on the other side, so we can now say, I think Sir Eduard will survive in the Romanian defense, so they can hold the four. And Antraxos on the other side has only nearly 12,000 health points in the mixed one defense. We can say congratulations to Romania. Yep. For the silver medal. But congratulations, yay, to the mixed team 3-2 for the bronze medal. And both of them did make an good championship. Especially the mixed team, and nobody expected them that they will come so far. But they did it. Enttäuschend, dass die rumänische Verteidigung nicht aufs Ganze geht. Also echt. Du weißt schon, dass man bei G aufs Ganze sehr schnell den Zonk ziehen kann. Zonk. Ja, und wenn du den gezogen hast, hört sich das so an. I love this song. So cute. Oh, was macht denn der Shift? So, was, aber, der Shift? Bevor ihr jetzt alle wieder Stift geht und Drag mit seinen Zahlen kommt, möchte eigentlich nochmal Danke sagen für eine tolle Zeit, die wir hier hatten. Ja, bitte. Danke an... War doch nicht Fanny!
Danke an Arti und Chris, aber auch an Gemini und Dalu. Dalu. Hab ich doch gesagt, Dalu. Ja, weiter. Danke an alle, die sich hier so rege am Chat beteiligt haben, an Palle, an Barbara, an Ellie auch und an Crispin und an Dunstan und John Wayne und ach, was weiß ich. An, ich hoffe, ich habe niemanden vergessen. Heidi. Danke, Heidi. Danke an Revolverheld für die Moderation des Chats. Ja, so von mir war es das, glaube ich, schon an Dank sagen. Also danke an alle und auch danke an jeden, der von euch hier so lange es mit uns ausgehalten hat. War ja nicht immer ganz einfach. Ja, nochmal Werbung machen hier für die TV Times. Lohnt sich zu lesen? Ja, auf jeden Fall. Ja. Wer von euch beiden ist eigentlich der Netzer jetzt? Das habe ich mich auch schon gefragt, den Tag. Was? Also von wegen der scheiß Frisur muss Draken der Netzer sein. Also ich finde auch, weil der Netzer kannte sich ja mit den Sachen aus, was er da kommentiert hat, ne? Ja, und der redet so scheiße, also ich. Super. Das ist übrigens Stream-Mobbing. Auch das ist strafbar, liebe Gemeinde. Ach Gott, heul doch. Was heißt hier Mobbing? Ich habe nur gesagt, dass der Draken sich auskennt. So, and we see now in the mixed team defense, Anthraxos fell in round 51. So, congratulations again to the Romanian team. They hold the four in the defense and killed all defenders in the other fight and won the battles. Also ich bin immer noch ganz enttäuscht, dass die Rumänen heute kein Shootout geschafft haben. Also in der Verteidigung. Du bist echt enttäuscht? Ja. Also so einen schlechten Ich wusste gar nicht, dass du so hoch kommst. Nein, ich kann das nicht. Oh Mann. Die Welt, keine Ahnung, wie lange die noch offen hat. Also ich vermute aber mal nicht ewig lang, jetzt wo sowieso alles abgehandelt ist. Abgehandelt, wie sich das anhört. Ich möchte auch nur mal ganz dezent darauf hinweisen, wer auf der FK-Welt die meisten Konstruktionspunkte geholt hat. Ach, jetzt kommt er. Was ist das? Ja, wir sind stolz auf dich. Selbstverständlich. Da hat er sonst den ganzen Tag nichts anderes zu tun. Das blöde Kirchen bauen. Und ich habe nur geschlafen. Aber nochmal an dieser Stelle auch von mir vielen Dank, dass ich hier mitmoderieren durfte. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ja, also, bitte sehr. Danke. So sind wir. Gut gemacht. Wir sind viel zu nett. Ja, richtig. Also das habe ich wirklich in den letzten 3 Wochen gemerkt, dass ihr viel zu nett seid. Mhm. Und ja, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und ja, freue mich aufs nächste Mal. Vielleicht werde ich wieder angefragt, ob ich hiermit moderieren möchte. Du bist ja schließlich vom ersten Mal schon mit dabei, also das gehört ja dann schon irgendwo mit dazu. Oh, ich bin schon Inventar, Mist. So, and now it's time for the results of today's four battles. And we see the Romanian attack made really impressive damage. Most damage goes to Shift from the Romanians with 54,000 damage, so very big congratulations for this. Second most damage goes to Degianos, also from the Romanians with 50,700. And the third most damage, also 50,500, go to RZV, also from Romania. So, and if we look a little bit down, we see there's no really good attacker today. Maybe if Bisonde would have been in this fight, they would have made more and better damage. But he wasn't there, so they lost their chance to win with this, I think, and I say it. And now we're gonna look for the most dodges. And we see also this goes to the Romanian attack, and Nepoleo made 72 dodges. Second most dodges go to Mitish, and he made 57 dodges, and Hunter 29 from the
Mixed team made 56 dodges. So, and for Artemis, we're gonna look who ghosted. And we see Elmer Fatt ghosted 5 times. So also a good result. And Arno from the Romanian defense also ghosted 5 times. So Eduard only 1 time. But we see it here. Didn't get really big damage and many shoots. So he also didn't have at a big chance to ghost. So. Ich mag dir das ja gar nicht sagen, aber der konnte gar nicht öfter ghosten, weil er die Lebensversicherung war. Das hatte ich ja gerade gesagt. In der Mitte halten, ne? So. And we gonna look to the Romanian attack and we see also der Romania made a very good job in making damage. And the most damage there goes to Demos Terre with 49,700. Second most damage made Bismarck's with 49,021 damage. And third most damage goes to Gabi Romanu and she made 48,361 damage. And we also look for the most dodges there, and we see Krylin from the Romanian attack made 101 dodges. Klar also from the Romanian attack 92 dodges, and the third most dodges go to Karantir also from the Romanian attack with 85. So, and now it's also time there to see who ghosted and who not, and we see they ghosted very good so far. Zasparov irgendwas. He was the most time on the Adventurer's Tower and he ghosted 5 times in his fight. Pathfinder, we saw him for a longer time on the Workers and the Duelist Tower, and also he ghosted 5 times, and Mr. Knurtis also I think on the Adventurer's Tower. And the Northern Wall ghosted 5 times. Clyde was on the wo war denn der? Clyde was, I think, on the Duelist Tower in the last time, and he ghosted 4 times, and Club Casino was everywhere, and at the end he also ghosted 4 times on the Adventurer's Tower before he died, and CRM, those unlucky adventurer, on the Workers Tower in the beginning only 3 times he ghosted, so this wasn't enough. So. Hey, ja. Kurz unterbrechen? Ja. Ja. Ich will nur sagen, diese Ghosting-Spalte macht für mich sehr wenig Sinn. Aus einem ganz einfachen Grund, weil das immer zählt, wenn du einmal geghostet hast. Und interessanter ist doch, also wie häufig du nach frühen Runden ghostest. Also es ist doch vollkommen egal, ob du einmal nach 10 Schüssen ghostest oder ob du da 5-mal nach 2 Schüssen ghostest. Also das ist doch, ja. Ja, das kann man sich ja leider nicht aussuchen. Insofern... Arti wollte das wissen und Ruhe ist. Ja, das ist alles nur wegen Arti. Das war ihr Wunsch und sie musste das haben und... Noch, ne, die letzten Minuten, die wir haben, werde ich hier noch rausgemobbt. Das geht so nicht, meine Herren. Ja. Ja, bist du nicht dabei, Arti. Man sieht, Bisonte ist nicht da und schon kann sie keiner verteidigen. Und John Wayne hast recht nicht und ja. Ja, auf Bisonte bin ich sowieso für den Rest meines Lebens sauer und John Wayne, darüber möchte ich nicht reden. Immer nur Drama. Liebesdramen in TV. Ja, ja. Ich wollte das nicht jetzt übertreiben, aber... Einmal geht noch. Ja, immer. I wanna be so. A hippie. And at this point, we're gonna say thank you to all our viewers and followers and subscribers in this time. It was a really big fun with all of you, and we hope to see you again in a new 4 Battle Championship if it will happen. And until then, stay. Stay good. Yeah. Stay healthy and. Don't get away, we need you again then, when we should have another 4 Battle Championship. And also, we gonna make some other things on this channel, I think. I can't say at this point if it only will be the West, or if it somehow will be the West. I not really think that somebody would be interested if we
would stream from the German server. So, I don't think it would be so very interesting, but nobody knows what's happening. And in this case, you will see it if we're gonna stream again, then in the West or not. Somehow. So. Und natürlich auch an alle Deutschen an dieser Stelle nochmal ein großes, dickes Dankeschön auch von mir für fleißige Teilnahme am Chat. Ein liebes Dankeschön natürlich auch für Heldi, unseren fleißigen und immer sehr gut vorbereiteten Chat-Moderator, der uns so manches Mal aus der Klemme geholfen hat, wenn wir da etwas ins Schwimmen geraten sind in puncto Termin und was nicht alles. Und er hat es doch immer sehr gut im Blick behalten. Also auch dafür ein liebes, großes Dankeschön. Und natürlich an alle... An alle, die hier von Anfang an fleißig mitgemacht haben, auch der Fire Touch, der jetzt natürlich heute irgendwie wieder nicht da war, aber der die ersten Kämpfe fleißig mitgewirkt hat und alle anderen auch. Und ja, hoffen wir mal, was da so wird. Streamen wir demnächst? Natürlich, haben wir ja gesagt. Gut. So, eine Minute haben wir noch, dann ist die Musik alle und dann müssen wir überlegen, was wir machen. So. Wir gehen zu Lavandi. Oder zu Juggernaut. Entschuldigung. Nein, ich möchte aber zu Lavandi. Ist okay. Echo, ich will nach Hause. So, okay, dann gehen wir ein letztes Mal zu Lavandi und in diesem Sinne genießt den Sommer und wir sehen uns demnächst. Bis dann. Hast du den Fall angeflüstert? Log mal aus. Menno. Draken. Mhm. Hast du den Fall angeflüstert wegen der Musik? So. Eieiei. Sind wir online? Ja, wir gehen gerade rüber. Ah, okay.